Heute läuft der Kaffee bei uns etwas früher durch als ursprünglich. Wir sind heute schon um 7 Uhr aufgestanden, weil wir haben vor, zur Firma Vitec zu fahren und uns ein Fahrradträgersystem in unsere Garage einbauen zu lassen. Ein wunderschöner Morgen über den Dächern von Auentorf. Heute Nacht haben wir hier geschlafen. Es war etwas stürmisch. Aber wir haben dennoch gut geschlafen, wenig Verkehr, der hat das am Morgen etwas zugenommen. Und wie ihr seht, geht ein wunderschöner Sonnenaufgang. Mit Morgenrot gab es schon, was natürlich fürs Wetter nicht so eine tolle Aussicht ist. Ja, die Achillessehne unseres Fahrzeugs ist ein bisschen das Garagensystem bzw. das Fahrradträgersystem. Ursprünglich bekamen wir ja den Tipp von einem Fahrradhändler, eine Stange vorne einzubauen, die Fahrräder reinzuschieben und daran zu befestigen. Das habe ich gemacht und dieser Versuch ist kläglich gescheitert. Wir haben dann auf der Messe in Düsseldorf drei Fahrradträgersysteme gesehen für die Heckgarage, die uns eigentlich überzeugt haben, nämlich eins von Fiama, eins von Thule und eins von der Firma Vitec. Für dieses haben wir uns dann eigentlich auch entschieden, es einbauen zu lassen. Jetzt waren wir gestern Abend schon beim Herrn Buck, dem Inhaber der Firma Vitec, und er hat uns gesagt, dass das vermutlich bei unserem Hümmermobil nicht geht, weil wir die Tür nicht weit genug aufbekommen. Ich erkläre es dann auch außen am Fahrzeug. Wir werden aber jetzt dann hinfahren, wir haben einen Termin und werden uns um eine Lösung bemühen. Und so wir Glück haben, wird es gelingen, eine gute Fahrradlösung für unsere Heckgarage zu bekommen. Rückblick auf den Caravan-Salon 2017 in Düsseldorf. Hier wurden drei Trägersysteme vorgestellt, die wir uns angesehen haben. Hier das Thule-Trägersystem, das einen sehr guten Eindruck gemacht hat. Nachteil ist nicht nach beiden Seiten ausziehbar. Vorteil ist, das Fahrrad liegt sehr tief unten, sodass nach oben kaum ein Platzverlust vorhanden ist. Und noch ein großer Nachteil ist, dass dieses Trägersystem erst im Frühjahr 2018 auf den Markt kommt. Wie schiebt man das jetzt hin und her? Musste da lösen. Diese sollten gelöst werden. Das ist hauptsächlich, als man kein Fahrräder hat, um das nach die Seiten wegzuschieben, damit man mehr Raum in die Garage hat. Ja. Es ist auch möglich, wenn der Räder da aufstehen, um das noch ein bisschen weiter nach hinten zu kommen, dass man hier auch arbeiten kann. Was für Länge hat der ganze Ständer? Entschuldigung? Was für eine Länge? Das System selbst ist 1,90 Meter und er kommt 1,50 Meter nach draußen. Aha, 1,50 Meter draußen. Ja. Also der passt in jede Garage. Eine schmalere Garage gibt es nicht, weil das Auto immer mindestens 2,10 hat. Nein, kommt in Breite. Ja. Kann man das auf beide Seiten rausziehen? Es ist möglich, das tiefer zu drehen, aber die Bedienung ist immer an dieser Seite. So, man wählt eine Hauptbedienung und dann können wir das nach innen schieben, aber nicht von der anderen Seite bedienen. Wenn ich jetzt hier meine Stühle rausholen will, dann schiebe ich ihn gerade weg. Kann hier, oder ich habe hier die Klappe fürs Gas, haben ja manche auch. Ja. Dann schiebe ich es weg, kann meine Gasflasche tauschen und raste wieder ein. Wie weit kann man den wegschieben? An die Innenseite, ja. Abhängig von das Modell, aber es geht auch wieder ein bisschen. Wenn ich da hinten eine Tür habe, wie weit kann ich den rausschieben? Nee, rausschieben kannst du nicht. Irgendwann ist der Schluss, dann fällt er wieder. Aber eine Tür muss ich entscheiden. Du kannst ja so rum einbauen oder so rum einbauen. Ja, es gibt auch Systeme, wo man auf beiden Seiten rausziehen kann. Macht das Sinn? Ja. Aber dann machst du dir ja die ganze Garage zu. Ja, die ist uns so zu. Ja, aber eigentlich machst du es doch so. Du machst den auf eine Seite ganz dicht an die Tür, damit du auf der anderen Seite deine Stühle hinkriegst. Mit 1,90 ist bei mir die Breite ausgereizt. Wir haben einen Hümer, der ist 2,22 Meter breit. Ja, aber dann hast du doch innen drin 2,18 oder 2,17. Ja, ja, das passt schon. Aber das halte ich schon für sinnvoll, wenn man das auf der anderen Seite rausschieben kann, je nachdem, wo man steht. Aha. Also lässt sich nur auf einer Seite ausziehen.
Das Trulis-System lässt sich nur auf einer Seite ausziehen, ist nur für die eine Seite gedacht. Anders bei dem Weiß-System, das geht auf zwei Seiten raus. Was sagst du, Ursula? Genau so ist es. Ist es toll oder nicht toll? Nicht so gut. Also, das Thule. Das Thule ist im Fall nicht so gut, ja. Weil man es nur auf eine Seite rausziehen kann. Und je nachdem, wo man steht, wenn man schon zwei Garageseiten hat, die man aufmachen kann, ist es auch praktisch, wenn man es auf beide Seiten rausholen kann. So, jetzt haben wir hier das Fiamma-System und bei dem muss man natürlich schon mal ganz klar sagen, da steht das Fahrzeug in einer Schale und damit ist es schon mal erhöht. Während bei dem Thule-System und bei dem Weiß-System das Fahrrad ziemlich wenig Höhenabstand aufnimmt, ist es hier erhöht positioniert, weil man es in diese Schale stellen muss. Ansonsten macht es auch einen guten Eindruck. Wobei ich nicht weiß, ob man das nach vorne und nach hinten ausziehen kann. Du musst zwei Hebel bedienen. Und wie machst du das, wenn es drin ist, wieder rausholst? Schreinklettern, nee. Oder wie? Nee. Schon mal so. Aber zum Reinschieben musst du beide aufmachen, oder? Nein, nein. Du, wenn du jetzt reinschiebst, musst du den aufmachen. Und wenn du rausziehst, musst du den aufmachen. Und das Problem ist nur, was ich sehe, dass du eben die Fahrräder in diese Schale schieben musst, ja? Das heißt, sie sind hier ein paar Zentimeter vom Boden weg und diese paar Zentimeter könnten dir bei der Höhe des Fahrrads fehlen. Ja. Ja. Aber ansonsten ein tolles Produkt und vor allen Dingen in einem etwas komfortableren Preis-Leistungs-Verhältnis als Thule oder als das Weiß-System. Was sagst du dazu als Expertin? Ja, Expertin, ich habe gesagt, sieht gut aus, ja, und für unsere Zwecke wahrscheinlich ideal. Optisch hat mich das von Thule sehr begeistert, weil es ganz nüchtern gehalten ist. Das hat hier viele Rillen, die natürlich dazu führen, dass da sich auch jede Menge Dreck ansammeln kann. Ja, wenn man hier reinschaut, diese Rillen. Während die klaren Linien von Thule natürlich dazu führen, dass es auch sauber gehalten werden kann. Darüber hinaus hat das System von Thule auch den Vorteil gehabt, dass man es seitlich verschieben konnte, was hier bei dem Weiß-System nicht gegeben ist. Nachteil ist, das System von Thule ist erst im März 2018 verfügbar und das von der Firma Wei kann man sich sofort einbauen lassen. Auch das von der Firma Fiamma ist auch sofort verfügbar, wenn man einen Händler hat, der einen das besorgen kann. Dieses Weiß-System, und zwar diese Variante, haben wir uns schlussendlich einbauen lassen. Es hat uns überzeugt, weil man es auf beiden Seiten der Heckgarage ausziehen kann, also sowohl nach rechts als auch nach links. Und man muss das Fahrzeug, wie man hier sehen kann, nur an einer Stelle befestigen, nicht an den Rädern und alles hält sehr stabil. Darüber hinaus hat uns der Service der Firma Vitec auch überzeugt. So, wir stehen jetzt hier über den Dächern von Auendorf und weil es sehr windig ist, deswegen habe ich auch mein Sturmmikrofon angelegt. Das ist die Therme in Auendorf. Und wer Auendorf nicht kennt, das liegt bei Bad Waldsee. Und so wie Bad Waldsee die Heimat von Hümer ist, ist Auendorf die Heimat von Karthago. So, jetzt schauen wir mal dieses Trägersystem an oder diese Fahrradlösung, die wir bis jetzt haben. Haben unsere Fahrräder eingepackt und man sieht, die liegen schon wieder quer. Das heißt, immer wenn ich fahre, dann fallen die etwas um. Und ich habe Mühe, die aufzurichten und dann wieder rauszutun. Jetzt haben wir hier die Stangenlösung, deswegen habe ich extra diese zwei Haken da oben eingebaut. Und
Die Haken sind auch unten, da kann man sie erkennen. Da habe ich die Stange dazwischen rein und an diese Stange hatte ich dann die Fahrräder festgebunden. Das hat leider nicht gehalten, denn durch die Vibration beim Fahren hat sich die Stange in Bewegung gesetzt, ist umgekippt, noch dazu mit der Last der Fahrräder, sodass diese Lösung ein Schuss in den Ofen war. Und jetzt versuchen wir hier eine Gleitschienenlösung oder was auch immer zu finden. Wir sind gespannt, wir fahren jetzt zur Firma Weitech, denn der Herr Buck hat uns schon angekündigt, dass vermutlich unsere Wunschlösung, nämlich dieses ausziehbare Trägersystem, nicht möglich sein wird, weil unsere Türen sich nicht komplett öffnen lassen. Die lassen sich nämlich nur im 90-Grad-Winkel öffnen und wir bräuchten Türen, die sich entweder nach oben öffnen oder komplett um 180 Grad öffnen lassen. Nachdem das nicht gegeben ist, würde es schwierig werden. Aber wir sind froh im Mutes, eine Lösung zu finden. Der Herr Buck hat auch schon Vorschläge gemacht, über die wir heute Nacht nachgedacht haben, neben dem Schlaf. Und jetzt warten wir, was auf uns zukommt. Übrigens zum Stellplatz in Auendorf. Das ist ein reiner Stellplatz ohne Versorgungsmöglichkeit. Wir sind jetzt hier 6 Wohnmobile. Wie wir angekommen sind, waren gerade mal 2 Tage gestanden. Versorgungseinrichtungen gibt es nicht. Ist kostenlos und leicht abfallend, das Gelände. Also als Übernachtungsplatz durchaus geeignet. Zum Längerstehen durchaus nicht. Dafür ist aber auch kostenlos. So, jetzt haben wir endlich eine Fahrradlösung. Wir haben also dieses Weichsystem einbauen lassen und an die Fahrräder Klickpedale, also nicht Klickpedale, sondern ja doch so umlegbare Pedale hingemacht. Und das führt dazu, dass wir jetzt schön Platz haben in unserer Garage. Die Ursel hat schon aufgeräumt, so kann ich euch die Garage zeigen. Hallo Ursi. Ja, hallo. Ist das jetzt nicht schön sauber hier? Ja, ich habe gerade gesagt, du hast schon schön aufgeräumt. Ja, aber es ist ein bisschen dunkel hier. Machen wir doch Licht an. Oh Mann, ja. Da hinten ist auch noch Licht. Ah. So, und jetzt unser neues Weiträgersystem ohne Ursel. Ohne Ursi ziehen wir das jetzt hier heraus. Halt, da muss man aufpassen, dass das... So, und die Ursi zeigt euch jetzt gleich, wie ich da die Fahrräder auflade. Das ist nämlich eigentlich nur eine Systemfrage, wobei ich das 3-mal gemacht habe. Und mit der Zeit wird man noch besser. Von welcher Seite gehst du dann ran? Hier? Von der mache ich es rein. Von welcher? Von der hier. Nein, mit deinem Bier. Ach so, das ist egal. Aber ich Ursel denkt schon wieder, dass ich gut an mein Bier rankomme. Das ist halt die Fürsorge, die sie hat. Ja, ja, genau. Aber irgendwie ist es hier schon ein bisschen eng. Ja, wobei da ja noch Sachen rauskommen. Ja, aber jetzt, um die Räder reinzustellen, dass ich sie ganz das geht jetzt schon. Verkantet. Wenn du rauskommst, dann geht's. Das kannst du lassen. So. Jetzt kannst du mal aufnehmen, wie ich die Räder reinstelle. Ja. Auf, dass das richtig ist. So, also, das da hoch. Das da rein. Nachdem ich jetzt das Pedal wieder falsch gemacht habe, meine extra Übung einlegen. So. Aber jetzt passt. Ich bin jetzt dann nur dran befestigt. Und dann kommt schon was ist Rad. Die Pedale sind schon angelegt. Immer.
sitzen. Also obwohl die Tür nicht weit aufgeht, funktioniert es trotzdem ganz gut. Und Strom. Griffbereit. Ist zwar noch nicht optimal eingeräumt in unsere Garage. Es sind auch noch Sachen drinnen, die wir eigentlich nicht brauchen und die auch noch rauskommen, wenn wir wieder daheim sind. Aber für das, wie der Zustand vorher war, ist es jetzt genial. Und die Räder gehen schnell rein und schnell wieder raus. Und so wollten wir es haben. Fahrradtour? Ja, für den Anfang ganz okay. Kurz, aber schön. Ja. So, das ist unsere Heckgarage hier. Und wenn ihr da reinschaut, da seht ihr noch ein paar Befestigungsmöglichkeiten, die ich gewählt habe, wegen, weil ich noch keine anderen Zurkurte da habe. Also man kann das sicherlich noch alles etwas optimieren, aber zumindest funktioniert das alles jetzt erstmal. Hier ist unser Fahrradträgersystem. Da in der Mitte kann man das Kabel reinstellen, das wir dann zur Seite tun. Und den Fahrradträger kann man hier rausziehen, sauber rausfahren. Und das Entscheidende, dass das alles so sauber geht, das sind also diese Kipppedale. Die bringen die entscheidenden Zentimeter, denn wenn man diese Pedale immer ausgefahren hat, hat natürlich zur Folge, dass man unten nichts mehr reinstellen kann, denn in der Mitte müssen die Pedale oben sein und das heißt, an den Außenseiten müssen sie unten sein und dann bringen die alles um, in der Kiste stehen. Und diese Klickpedale, die bringen auf beiden Seiten dann schon einen erheblichen Vorteil. Wie man die Fahrräder rein- und rausbaut, das habe ich euch ja schon gezeigt. Ich möchte jetzt noch mal zeigen, auch wie man die Fahrräder von der anderen Seite aus rausfahren kann. Also hier werden wir es rein. Jetzt ein kleiner Blick in die Heckgarage. Alles wunderbar. Gehen wir auf die andere Seite. Ja. Jetzt sind wir hier auf der Fahrerhausseite. Und da sieht man auch das Problem, wenn man hier den Fahrradträger rauszieht, dass die Tür 90 Grad Winkel aufgeht. Auf der Beifahrerseite geht hier die Fahrerhaustür in 110 Grad Winkel auf, was dann etwas einfacher ist, da hinzukommen. Aber ich würde mal sagen, ohne dass ich das bisher probiert habe, ich würde dieses Fahrrad auch reinkriegen bei 90 Grad. Kommt bei Gelegenheit nochmal, jetzt mache ich nicht. Aber ich will euch unsere Garage zeigen, wie schön ich die schon aufgeräumt habe. Noch nicht ganz hundertprozentig. Platz fürs Bier ist vorhanden. Wir haben uns ein paar Kisten gekauft. Also ist es hier ein schönes Durchladesystem. Und da habe ich optimiert und auch Platz für die zweite Kassette habe ich gefunden. Und so schaut es jetzt aus bei uns. Erfahrungswerte kommen dann beim nächsten oder bei einem der nächsten Videos. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns vielleicht noch einen Daumen hoch. Wenn es nicht gefallen hat, schaltet einfach ab.
auch dann anschauen. Und vergiss nicht zu abonnieren. Tschüss und schönen Tag noch.